Moin Leute, zu einer neuen Aufnahmesession von Deponia, The Completed Journey. Ja, wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Auf der Insel. Nicht Isar Obacht, Hast du viel zu? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir ja letztes Jahr auf der Insel stehen geblieben. Und, ja, Gun haben wir uns angehört. Der auch besser gesagt, naja, Kronk eben halt. Ja, und da wollen wir mal nicht lange fackeln. Und die Fackel haben wir schon angezündet. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, was wir machen. Wir müssen aber letztendlich alles machen. Ich glaube, das Schnellste, was geht, ist erstmal hier oben lang zu gehen, zu den drei Fragezeichen. Und was sagt denn er Schönes? Der Organon hat offenbar die ganze Stadt abgeriegelt. Ich würde das ja als Herausforderung werten. Leider habe ich im Moment andere Sorgen. Genau. Glück gehabt, Organon. Wir brauchen nämlich zum Beispiel, wir machen beim Reifenberg einen schönen Was Brand. Was ist besser als ein Berg aus Reifen? Richtig, ein Berg aus brennenden Reifen. Und natürlich nehmen wir den brennenden Reifen mit. Oh, hat er nichts dazu zu sagen? Der brennende Reifen ist sowas wie mein Wappentier. Fehlen nur noch die Vampirzähne. Ach, Rufus. Ja, So. Wollen wir uns mal Poki an? Das ist ein Screen der Marke. Was hat sich Poki da nur gedacht? Folgendes hat er sich gedacht. Tatsächlich, inhaltlich hätte man die Objekte in diesem Raum verstecken oder die ganzen rätseltechnischen Gegebenheiten, die diesen Raum rechtfertigen, auch woanders verstecken können. Aber ich wollte diesen Screen schon mal zeigen, weil wir ihn für Deponia 3 geplant hatten. Auch wenn wir Deponia 3 im Nachhinein aufs Heftigste umgeschrieben haben, also gerade den Portafisco-Teil, kriegen wir diesen Raum später nochmal zu sehen und erleben ihn aus einer ganz anderen Perspektive und in einem ganz anderen Sachzusammenhang zu einer anderen Tageszeit und so weiter. Eigentlich war dieser Raum für tatsächlich mein altes Konzept von Deponia 3 gedacht und spielt deswegen in diesem Spiel noch keine Rolle. Dann hatte ich für Deponia 3 die Mühe, diesen Raum wieder reinzubekommen, weil nach dem neuen Konzept gab es hier ganz viele Sachverhalte, die halt sehr schwierig mit meiner neuen Story vereinbar waren. Und jetzt musste ich halt tatsächlich mich sehr stark verbiegen und habe mich sehr geärgert, dass wir diesen Raum hier schon gesehen haben, weil mir das einiges an Freiheit, Gestaltungsfreiheit genommen hat. Zum Glück ist dann doch alles gut ausgegangen und mir gefallen die Szenen in Goodbye Deponia sehr gut, die in und um diesen Raum hier spielen. Und dass die Räumlichkeiten, also von Entfernungen her und von den Größenverhältnissen hier, nicht so ganz wirklich zusammenpassen mit der Größe von Portafisco, wie sie nachher im dritten Teil gezeigt wird, das ist nur eine optische Täuschung. Also guck nicht genau hin. Genau. Ich weiß schon, von welchen er spricht, aber ja, das werde ich dann später, glaube ich, nochmal neu erläutern. So, es gibt jetzt. Komm, auf zum Kutter. Dann können wir nämlich gleich hier drüben alles erledigen. Dich wandeln wir erstmal um. Ups. Dich wandeln wir erstmal um. Baby Gold! Was soll das denn? Das ist mein neuer Jingle. Fehlt ein wenig Bass, wenn du mich fragst. Ah. Hallo. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Na klar. Na klar. Sie ist süß. Sie passt zu mir. Ja, genau. Wir gucken uns jetzt mal das Radar weiter an und gehen mal wieder zurück zum schwimmenden Schwarzmarkt. Ich habe heute irgendwelche Zuckungen. Hm, wer weiß. Die düstere Insel. Das ist heute nicht Ihr Glückstag, Seagull. Meine Leute haben jeden einzelnen Müllhaufen durchwühlt. Aber von dem Mädchen fehlt jede Spur. Sie war hier. Warum sollte ich sie annehmen? Das weiß ich nicht. Vielleicht leiden Sie unter derselben Selbstüberschätzung wie Ihr Sohn. Rufus ist nicht mein Sohn. Von mir aus machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Aber wir hatten einen Deal. Sie wollten einen Hinweis und den habe ich Ihnen gegeben. Was kann ich dafür, wenn Ihre Leute unfähig sind? Sie verschwenden meine Zeit. Und ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand meine Zeit verschwendet. Hey du, geht das auch ein bisschen leiser? Du verscheuchst die Fische. Entschuldigung, wird nicht wieder vorkommen.
Ich will jeden Winkel dieses Schrotthaufens noch einmal durchsucht haben und verriegelt alle Zugänge zum Hafen. Wenn auch nur eine Ratte hier raus will, will ich das wissen. Das waren Argus und seine Spürhunde. Der Organon ist uns also bereits auf den Fersen. Psst. Er hat recht. Wir müssen vorsichtig sein. Genau, vorsichtig. Hallo, Poki. Ja, hier waren wir eigentlich schon mal. Aber nichtsdestotrotz gibt es hier jetzt in dieser veränderten Stimmung eines meiner Lieblingsrätsel. Und zwar ist es, den Angler in einem kleinen Kopfkampf zu schlagen. Und zwar, wer hat die meiste Geduld? Das halte ich nach wie vor für einen sehr großen Einfall, weil dann tatsächlich irgendwie die Lösung... Also ist schon... Komm, ich höre mal danach an. Ich will nicht, dass du den Leuten spoilerst, wenn, dann sollen sie mir zugucken und nicht dir zuhören. So, es geht nämlich alleine bloß darum. Na du? Psst, mach nicht so einen Lärm. Lass das mal meine Sorge sein. Ich habe keine Angst vor dem Organon. Schön für dich, aber freu dich bitte woanders. Mit deinem Lärm verscheust du die Fische. Ja. Tu mal nicht so. Du hast auch Angst vor dem Organon. Verschwinde endlich. Ich dachte, du hättest keine Angst. Hab ich ja auch nicht. Willst du mir erzählen, dass du doch Angst hast? Hä? Hä? Willst du mir immer noch erzählen, dass du keine Angst vor dem Organon hast? Nein, ich will dir nämlich gar nichts erzählen. Ich will nur meine Ruhe. Also zieh Leine. Und dass der schwimmende Schwarzmarkt angegriffen wird, stört dich also gar nicht? Nicht die Bohne. Der Einzige, der mich hier stört, bist du. Wenn du keine Angst hast, warum angelst du da nicht weiter? Warum wohl? Du zitterst am ganzen Körper. Deine Hände sind schwitzig. Wie das halt so ist, wenn man Angst hat. Falsch. Du bist das Problem. Immer wenn du in der Nähe bist, fange ich nur Stiefel. Also zieh Leine. Könntest genau. Du einen Stiefel für mich fangen? Willst du mich beleidigen? Wenn sich das herumspricht, könnte ich aus dem Anglerverband fliegen. Ist das gerade deine einzige Sorge? Der Anglerverband? Nein, du bist ja auch noch da. Bock, 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 bock. Du verschwendest deine Zeit. Ein Angler lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Genau. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich die Geduld verliere? Bring mich nicht zum Lachen, du Zappel, Philipp. Ich bin Angler. Ich habe meinen Zauberwürfel gelöst, indem ich gewartet habe, bis alle Farben verblichen sind. War das eine Herausforderung? Nein, das war eine Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation. Haha, da bist du an den Falschen geraten. Ich habe noch niemals aufgegeben. Das werden wir ja sehen. Bevor ich die Geduld verliere, sind deine Füße abgefault. So, es hatte nämlich jetzt das Ding, ich darf mich wirklich nicht bewegen. Ich darf nichts klicken, gar nichts. Also, die Maus darf ich jetzt schon bewegen, ja, aber... Muss das wirklich sein, Rufus? Halt dich da raus. Das hier ist wichtig. Oh, Himmel. Ja, und wir mussten auf Babygo schalten, weil es kommt nämlich gleich noch was Bestimmtes, was bei Krawallgol nämlich nicht das Ding ist. Ich dachte, du unterbrichst mich jetzt, Golo. Komm schon, Rufus. Mir ist kalt. Niemals. Genau so. Das geht jetzt die ganze Zeit so weiter. Man darf wirklich nichts machen. Und? Na los. Bitte, Rufus, ich friere. Lass uns gehen. Hörst du? Dem Mädchen ist kalt. Netter Versuch, Kumpel. Ja. Ich warte zurzeit immer nur darauf, dass sie mich unterbrechen, aber... So wird so ein Rätsel, wo man dreimal drüber nachdenken muss. Ist schon geil gemacht. Aber auch sowas kommt. Rufus, ich hol mir hier den Tod. Beim Klabautermann, jetzt erlöse das Mädchen doch endlich. Sie trägt ja nur einen Pyjama. Heul doch. Ja. Und das wird jetzt... Ich hoffe, das ist jetzt langsam mal vorbei. Rufus, bitte! Okay, okay. Ich gebe auf. Ich kann mir das nicht länger mit ansehen. Hier hast du deinen blöden Stiefel. Ich hoffe, das war es wert. Siehst du, Goal? Ich habe gewonnen. Ein kaputter Stiefel. Da staunst du, was? Mein Held! Ja, wir haben gewonnen und wir haben den Stiefel.
Ich finde das Niesen von Gol richtig süß. Und jetzt können wir uns mal Poki anhören. Ja, hier waren wir eigentlich schon mal. Aber nichtsdestotrotz gibt es hier jetzt in dieser veränderten Stimmung eines meiner Lieblingsrätsel. Und zwar ist es, den Angler in einem kleinen Kopfkampf zu schlagen. Und zwar, wer hat die meiste Geduld? Das halte ich nach wie vor für einen sehr großen Einfall, weil dann tatsächlich irgendwie die Lösung halt eigentlich relativ offensichtlich ist und man dann nur gegen ein paar Widerstände ankämpfen muss. Obwohl sie auch ein bisschen out of the box ist. Also es ist schon ein bisschen out of the box, was ihr da machen müsst. Gefällt mir sehr gut. Die Lichtstimmung übrigens, die habe ich tatsächlich als Referenz selber erzeugt aus dem alten Screen, den Micha gemalt hatte. Habe dann an ein paar Photoshop-Reglern hin und her gezogen und für die Laternen halt einfach die entsprechenden Bereiche, die hell sein sollten, einfach wieder rausradiert mit einem weichen Pinsel. Das dann schon so aussah, als wäre es dann besonders hell da an den Stellen. Und das war wirklich nur zur Anschauung gedacht und nicht so, dass es nachher ins Spiel kommen müsste, aber das hat denen dann so gut gefallen, dass das meiste davon tatsächlich auch übernommen wurde, dass mich ja das gar nicht mehr großartig verändert hat, was ich da angelegt hatte. So kann es auch manchmal gehen. Vielleicht schlummert ja doch noch ein Grafiker in mir. Ja, vielleicht, Poki, vielleicht. So, dahinter müssen wir erst später. Weil wir mussten jetzt mal den holen, dann können wir nämlich vieles hier erstmal hier erledigen. Das war's Falsche. So ein Mistwetter. Wir sollten zusehen, dass wir hier so schnell wie möglich fertig werden. Die Kruste auf meinem Mantel beginnt sich schon aufzulösen. Oh. Ich wollte nicht zu Isa Obacht, sondern ich wollte zu Porta Fisco. Weil wir hier erstmal am meisten erledigen müssen. Und, ja, das beschließt eben halt Straßenschlucht. Da waren wir schon, da haben wir den Printer Reifen geholt. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal zu den netten und freundlichen Fragezeichen. Komm rein, Rufus. Ich habe dich erwartet. Sehr gut. Mein Ruf eilt mir voraus. Aber nicht doch. Die Kristallkugel hat mir deine Ankunft verraten. Und sie weiß sogar, wie ich heiße. Tatsächlich hast du im Vorzelt deinen Namen gesummt. Aber egal, du bist spät dran, Rufus. Ich wurde aufgehalten. Ja, das habe ich ebenfalls vorhergesehen. Was genau genommen keinen Sinn ergibt. Und noch was. Dass du mir die Bananen klauen wirst, werde ich dir sehr übel nehmen. Ich will deine Bananen nicht. Ich will deine Bananen nicht. Du wirst sie mir trotzdem stehlen, glaub mir. Ich will deine Bananen wirklich nicht. Langweilig. Füg dich dem Unausweichlichen und nimm die Bananen. Es sind leckere, saftige Bananen. Warum wohnst du in einem Zelt? Ich will dich nicht länger stören. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. So, und jetzt? Nix da. Ich habe mein Schicksal selbst in der Hand. Ja. Obwohl die schon sehr nützlich aussehen. Die sind nützlich, nimm sie. Ah, es ist soweit. Der Zeitpunkt des großen Bananendiebstahls ist gekommen, wie vorhergesehen. Du unterschätzt mich. Ich kann dagegen ankämpfen. Nein. Na los, füge dich deinem Schicksal. Nein, niemals. Mache. Na los, nimm sie. Greif zu. Nein. Zack. Gut so. Ergib dich deinem Schicksal. Hier oben ist noch ein Puzzleteil. Falls ihr noch fragt. Aber muss Poki jetzt dann oder? Nee, ich löse erst das Rätsel. Mach mal erst das Rätsel. Hey, Baby Go. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Oh, naja. Wenn man Elend mag. Ich find's toll, sagte die Frau mit dem Gehirnschaden. Was stinkt hier eigentlich so? Was stinkt hier eigentlich so? Ich hoffe, das bin nicht ich. Nein, ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Lieb von dir. Aber ich muss furchtbar riechen. Ich habe mir heute noch nicht mal die Zähne geputzt. Wenn man das nicht dreimal täglich macht, bilden sich Bakterien im Mund. Genau. Und am Wochenende treffen sie sich mit dem Yeti und füllen süchtig machende Substanzen in Klebstoff. Aber es sind süchtig machende Substanzen im Klebstoff. Arme Goal. Arme naive Goal. Arme unwissender Rufus.
Keine Spur von Donner. Keine Spur von Donner, Goal. Wir schaffen das schon. Habe ich jemals etwas anderes behauptet? Du nicht. Aber Doc murmelte vorhin, dass es keinen Sinn ergibt, Tauchboote an Land zu suchen. Doc hat ja auch keine Ahnung. Es klang zumindest logisch. Logik ist was für Leute, die zu faul sind, ziellos herumzuprobieren. Das stimmt. Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. So. Müssen wir jetzt erstmal auf Krawalgo ändern? Hey, okay, das verstehe ich jetzt nicht so. Komm, ändern mal. Los. Wie gesagt, das Spiel kenne ich zwar schon so gut wie in- und auswendig. Na, endlich! Habe ich was verpasst? Weißt du noch, wie ich dich vor dem Drachen beschützt habe? Lass mich das umformulieren. Habe ich etwas verpasst, das sich nicht lediglich in deinem Kopf abgespielt hat? Hä? Wo denn sonst? Wir müssen nämlich mit ihr zum Ortsorger. Alles gut bei dir? Mir ist langweilig. Hattest du nicht Abenteuer und krasse Manöver versprochen? Ich hatte gar nichts versprochen, an das ich mich auch halten wollte. Stinkt ja nicht so, keine Spur von Donnergo. Super. Was stinkt hier eigentlich so? Ich hoffe, das bist nicht du. Das ist gut. Nein, ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Das hätte ich an deiner Stelle auch gesagt. Ja, um den Verdacht von dir abzulenken. Warum sollte ich? Ich rieche fantastisch. Ach ja? Ach ja? Das ist der Kenner da. Thema beendet. Genau, erstmal aneinander riechen. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt. Weißt, was du tust. Na los, dann gehen wir nochmal zu den Seher, reden nochmal mit ihm. Ich sehe, du hast... Ha, voll. Aber wo ich schon mal hier bin... Ja, ich sehe, du hast schon mal ein paar Fragen. Ach, wenn ich schon mal hier bin. Warum wohnst du eigentlich in den Zelt? Bist du so eine Art Hellseher? Ich verfüge über das dritte Auge. Ja, aber ich praktiziere nicht mehr. Dann habe ich den Kaffeesatz im Vorraum vollkommen umsonst auf den Teppich geschüttet. Tja, die Zeiten haben sich geändert. Wenn man heutzutage nicht auf einem Scheiterhaufen enden will... tut man gut daran, düstere Vorahnung für sich zu behalten. Darum habe ich auf Partnerberatung umgesattelt. Bitte was? Du hast vorhergesehen, dass du schlechte Zeiten vorhersehen wirst und hast deshalb die Wahrsagerei aufgegeben? Aber nicht doch. Ich habe meinen Job rechtzeitig an den Nagel gehängt. Entsprechend werde ich auch niemals schlechte Zeit vorhersehen. Und was nicht passieren wird, kann man nicht vorhersehen. Ich habe allerdings vorhergesehen, dass ich aus diesem Grunde meinen Job an den Nagel hängen werde. Irgendwie wünsche ich mich gerade zu Docs Zeitanomalien zurück. Das glaube ich dir auch. Du machst jetzt Partnerberatungen? Ja. Aus irgendeinem Grund sind die Leute empfänglicher für schlechte Neuigkeiten, wenn es um ihre Beziehung geht. Okay. Kannst du die Lottozahlen vorhersagen? Ich könnte. Ach, komm schon. Komm schon. Verrat mir die Lottozahlen. Nein. Wird es mir gelingen, die Welt zu retten? Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, Rufus. Außer in meinem Tagebuch natürlich. Ich habe nächsten Monat viel zu tun, da habe ich schon mal etwas vorgearbeitet. Ein Wahrsager hat es irgendwie leicht, ne? Warum wohnst du in einem Zelt? Meine Kunden erwarten ein mystisches Ambiente. Außerdem ist es praktisch. Im Falle einer Katastrophe kann ich all mein Hab und Gut innerhalb von Minuten zusammenpacken. Was für eine Katastrophe? Ups, das Gewirk der Zeit ist in ständiger Bewegung. Ein Schleier liegt über der Zukunft. Ungewiss. Es gibt kein Benzin für Satinavs Kettensäge. Hey, nun lenk mal nicht ab. Was für eine Katastrophe. Ach, verdammt. Entschuldigung, ich bin da gerade eben auf den Knopf drauf gekommen. Ihr könnt ja mal schnell Pause drücken und lesen, was er gesagt hat. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Okay, können wir jetzt mit dir hier rein? Sie ist lässig. Sie passt zu mir. Voll lässig. Hey, Goal. Alles gut. Mir ist lang. Kommst du mit zum Wahrsager? Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah, nee, lass mal. Warum sollte ich mir von einem dahergelaufenen Möchtegern sagen lassen, wohin die Reise geht? Ich glaub ja auch nicht an sowas, aber... Ich meinte eigentlich dich. Oh. Okay. Weiter geht. Ich hoffe, du weißt, was... Jetzt müssen wir mit Baby Go das machen. Los. Baby Go! Ah, ihr Jingle.
Hey, Goal! Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön? Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah! Worauf warten wir noch? Wer als erstes da ist? Okay, auf geht's zum Seon.